Rund 2000 Inhaftierte sind in El Salvador in einen neuen Gefängniskomplex im Zentrum des Landes verlegt worden. Die neue Haftanstalt, in der bis zu 40.000 Häftlinge untergebracht werden können, pries der konservative Präsident des Landes als einen wesentlichen Faktor im Kampf gegen gewalttätige Banden im Land. Nayib Bukele hat der Bandenkriminalität in dem 6 Millionen Einwohnerland den Krieg erklärt und vor rund einem Jahr den Ausnahmezustand verhängt. Seitdem sind rund 64.000 mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen worden. Menschenrechtsgruppen kritisieren, dass die Festnahmen willkürlich erfolgen. Die Mordrate im Land ist offiziellen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr deutlich gesunken.